Sie befinden sich hier am Stand der Fraunhofer Gesellschaft vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen und wir zeigen Ihnen hier eine neue Entwicklung für Wearables. Was wir hier entwickelt haben, sind spezielle Drucksensoren auf Basis von Silikon, Gummi, sehr anschmiegsam, sehr leicht und sehr angenehm zu tragen. Diese Entwicklung wurde von einem Schwesterinstitut durchgeführt, vom Fraunhofer ISC in Würzburg. Was aktuell damit gemacht wird, wir versuchen, diese speziellen Sensoren in Textil einzubringen. Unter anderem hier in einen Strumpf, der hauptsächlich dazu gedacht ist, dass hiermit Diabetespatienten sich gegenüber Druckstellen im Schuh, im Fuß schützen können. Wir haben hier bis zu 40 Sensoren in den Strumpf eingewirkt und wenn ich zum Beispiel hier drücke, dann können Sie am Bildschirm erkennen, wo letztendlich der Schuh drückt. Natürlich suchen wir auch andere Anwendungen für diese Technologie, wie hier in speziellen Druckmatten, die in der Industrie eingesetzt werden können. Druckmatten, die hier verschiedene Sensoren beinhalten. Wenn ich den Sensor drücke, wenn ich Druck aufbringe, kann ich sehen, wo an dieser Druckmatte hier gedrückt worden ist. Ja, wir hoffen, dass wir diese Technologie sehr bald auch in industrielle Projekte einbringen können. Und wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse dafür geweckt haben und entsprechend Interessenten auch wiederum auf uns zukommen.